Hallo, ich bin Carsten in Baiersbronn. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne noch ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ich bin heute auf dem Sankenbachsteig unterwegs. Und zwar geht es jetzt hoch zum Sankenbachsee und später soll es dann zur Glasmännlehütte gehen. Ob ich heute den kompletten Sankenbachsteig gehe oder ob ich abkürze, das weiß ich noch nicht. Es richtet sich alles so ein bisschen nach dem Wetter. Im Moment haben wir so ein bisschen Schnee, Graupel. Aber sollte das im Laufe des Tages umschwenken auf Regen, dann kann schon sein, dass ich dann sage, nee, ist mir zu nass, ich breche ab. Oder was auch passieren kann, die haben starke Windböen angesagt. Wenn es mir im Wald ein bisschen zu stürmisch wird, dann werde ich auch abbrechen. Aber schauen wir erstmal, was der Tag so bringt. Wenn ihr Lust habt, kommt ihr mit. Hatte ich schon gesagt, dass wir heute den 25. April haben? Ja, und jetzt sind wir am Sankenbachsee angekommen. Ist schon idyllisch hier. Ah, will ich mal sehen, ob man jetzt mittlerweile den Weg zu den Sankenbach-Wasserfällen gehen kann oder ob der immer noch gesperrt ist. Weil so weit ist es nicht und wenn man nicht weitergehen kann, dann drehe ich halt um. Das ist von hier glaube ich nur 1,5 Kilometer oder so. Kommt mit, wir gucken mal, ob wir uns die Wasserfälle anschauen können. Ja, und von hier aus geht es dann jetzt hoch zum Sankenbach-Wasserfall. Also hier steht kein Schild, dass der Weg gesperrt ist. Da geht der Weg hoch. Also.
Ja, leider hat der Wirt von meinem Hotel recht gehabt und der Weg ist gesperrt. Okay, ein Baum hat die Brücke zerstört, aber ich denke mal, die haben mit Absicht die Sperrung erst hier gemacht, damit man sich dieses Schauspiel hier noch anschauen darf. Ja, es war schade, dass ich jetzt hier nicht weiter kann, aber es macht nichts. Unten an der Grillhütte, wo ich gerade war, soll eine Umleitung markiert sein. Dann gucke ich mal, dass ich die finde. Ja, jetzt bin ich auf dem Sankenbachsteig wieder zurück, beziehungsweise bin jetzt an der Glasmännle-Hütte angekommen oder fast angekommen, sind noch 200 Meter oder so. Und ja, das ist der Blick über Baiersbronn. Die Kamera, die steht jetzt irgendwie ja, ungefähr in Richtung meines Hotels, aber gar keine Chance, irgendwas zu erkennen. Ja, nachdem ich mich da gerade schön mit einem lecker Würstchen gestärkt habe, geht es dann jetzt langsam mal wieder runter ins Tal. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt noch zu sehen kriegen. Wow, quasi ein fertiges Shelter hier unter dem Felsen. Aber der Weg hier ist auch nicht ohne. Und schon bin ich wieder in Baiersbronn zurück. War eine schöne Tour. Der Abstieg gerade war schon recht abenteuerlich. Jetzt gerade bei dem nassen Wetter die ganze Zeit ging es nur über Wurzeln und Felsbrocken. Die waren schön rutschig, kann ich euch sagen. Deswegen, da war auch nicht viel mit Film. Und mir hat die Tour gefallen. Ich hoffe, euch auch. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.